zurückgekehrt von meiner weiten Reise, muss ich sagen, mein Wohlwollen hat mir heute leider nichts genützt. Ich fühle mich ausgetrickst. Ich habe die Bergfahrt leider heute nicht können aufnehmen, weil meine Akku erschöpft leer war und die Ressourcen erschöpft. Verstehst du? Ressourcen waren erschöpft. Das heißt, als wir über die Zugmaschinen raufgefahren sind, plötzlich waren meine Ressourcen erschöpft. Und ich wollte also einmal zeigen, wie schön das ist. Also da gibt es viele verschiedene Bären in diesen, wie sagt man, Hohlwegen. Die Hohlwege dieser Berge sind wir heute abgefahren. Und da wollte ich zeigen, ein paar Schwäme. Und da haben wir solche so ähnliche Pfeiler wie hier eingeschlagen und mit quer, transversale. Und dann haben wir die alten abgetragen und da waren tausende Ameiseneier. Du, heute haben wir so einen Zaun gemacht, oben auf die Berge, gell? Sind wir mit dem Traktor Hohlweg aufgefahren, dann haben wir seine Stiefel so groß eingeschlagen, gell? Und dann haben wir die Transversalen, weißt du, die Querbalken rausgenommen, gell? Die alten, die Wurmstichigen, und da waren 10.000 Ameiseneier drin. Da war sie gleich so viel, gell? Die Ameiseneier zählt. Und die Trottel, weißt du, meine Kamera war gerade hin. Und jetzt habe ich sie nachgelernt. Wie heißt denn du? Vorne mal. Christian, servus. Hast du einen Freund irgendwas zu auszurichten? Gute Musik oder was? Ja, der Udo Jürgens ist cool. Der Udo Jürgens? Ja. Was taugt denn da? Ja, griechischer Wein. Das ist ja schon so alt, das kennst du gar nicht mehr, oder? Doch. Das ist in 1930. Ha? Ja. Servus. Servus. Hallo. Servus. Was hast du gemacht? Ciao, Plata. Sie haben coole Videos. Danke. Heute habe ich wieder ein paar witzige Lieder, gell? Für die Sophie Mutter und für Max Rabe. Kennen Sie Max Rabe? Nein. Max Rabe ist ein Sänger, was witzige Texte hat. Keine Sau ruft mich an und so weiter. Kennst du nicht? Keine Sau ruft mich an, das kenne ich auch. Das kennst du nicht. Wir kennen es. Bleib ja. Also ein Bild da. Ja. Ja, kannst du irgendwas sagen, was Freunde grüßen oder sonst irgendwas empfehlen? Ich grüße Manuel Schneider. Okay. Kann ich mich grüßen? Ja, gern. Hallo Strohmeier Stefan. Passt, danke. Kommen da ja ein YouTube? Ja, ich kann es ja nicht tun. Kann ich bei meinem Video auch? Scheinbar, wenn ihr einmal Nachmittag da was machen, gell? Einmal hüpfen richtig. Ja, okay. Gell? Mountainbike? Ja. Federung? Ja. Passt. Rufst mich an, gell? Auf meinem Profil steht es drin, gell, meine Telefonnummer. Da komme ich runter, gell? Führt euch. Also, weil ich stehen geblieben war, da diese großen, verstehst du, da gibt es einen Seibel, der würde nicht reichen. Da brauchst du einen Schlägel, etwa 50 Kilogramm und push! Da brauche ich meinen Freund, verstehst du? Einer hält er fest, dann wird es ausgegraben. Hallo, servus. Servus. Hast du irgendwann zum Grüßen? Ich grüße die Mama. Mama passt. Mama ist immer gut. Für die Mama habe ich dir auch schon ein gutes Lied gemacht. Kannst du am Abend anschauen, wenn du ein Date verdienst, gell? Sicher, machen wir. Ein Lied für meine Mama. Tschüss. Und der Mais, die Maiskolben gedeihen bereits. Und ich sage, ciao.